der Weg geht über die Verfassung. Denn unser Grundgesetz ist keine Verfassung, weil es ist nicht vom Volk entschieden worden. Entsprechend heißt es auch im letzten Artikel des Grundgesetzes, Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Und mit dieser Abstimmung sozusagen werden drei Fragen beantwortet. Die kann ich entweder alle zusammen mit Ja oder alle zusammen mit Nein beantworten. Und ich hoffe, dass alle die mit Ja beantworten. Die erste Frage ist, bin ich dafür, dass nach Artikel 146 das Grundgesetz zur Verfassung erhoben wird? Nur, das heißt, man nimmt genau das, was man hat, mit allen Stärken, aber auch ein paar Schwächen, ist ja teilweise auch verändert worden im Laufe der Jahre, und macht es zur Verfassung. So, und jetzt kommen noch zwei entscheidende Punkte dazu. Ist man dafür, dass im gleichen Schritt vollumfänglich Volksabstimmungen dann in diese neue Verfassung integriert werden? Und das ist der ganz entscheidende Punkt, weil an der Stelle, wenn dort genügend Leute mit Ja abstimmen, dann haben wir uns mit diesem Moment die Macht komplett wieder zurückgeholt. Dann ist die Macht den Politikern entrissen worden und die Macht ist wieder beim Volk, beim Souverän, also da, wo sie hingehört. Und der dritte Punkt ist dann noch der, dass man sagt, diese Verfassung kann auch nur wieder durch das Volk verändert werden, also nur durch Volksabstimmung. Praise with elation.